Yo Leute, MO Kreuzberg 36, heute hier im Burrito-Laden, das erste Mal mit Backspin TV im Interview. Nico, Mosch, gebt euch das. Viel Spaß. Mosch steht für jung, fresh, unverbraucht. Und ihr seid unecht, unverbraucht. Ulf halt den Mund, checkt unseren Sound. Ich rauch nen Pfund vom Wunderbaum. Jage Neukunden, die lieber Gras rauchen als Heuschnupfen, Cloud 9, so high. Ja, deshalb dreht der Joint runden. Marley Rastafari, lass den Baby Baba burn. Digga, fick dein Lady Gaga turn. Denn ich will auf Hazy Rugger hören. Mein Prinzip, hä? Nur das feinste Weed, hä? Super Silver Haze, Blaze werd high und fliege Richtung Galaxie. Danke für die Einladung. Der Burrito-Laden ist ein Geheimtipp, sagst du? Ein Geheimtipp. Ein sehr guter Geheimtipp. Leckerste Burrito. Das Rindfleisch müsst ihr essen. Nicht mit Chicken. Rindfleisch gucken. Machen wir gleich noch. Du gehörst zur Familie, der Laden? Oder? Sind sehr enge Freunde von mir. Ja, so eine kleine Perserpartei hier, die sich aufgebaut hat. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Es sind ziemlich viele Perser hier um die Ecke. Ja. Aber nee, nur hier in diesem Laden so. Das ist unsere kleine Area. Aber hier sind auch alle anderen so. Und unsere Brüder sind auch hier, Türken, außer alle zusammen. Araber, Türken, Deutsche, sind alle gut. Alle essen hier gerne. Super Laden, ist sehr berühmt, Alter. Da gehen auch alle von Rapper Mittwoch, alle gehen hier essen. Ich hoffe, dass wir gleich noch ein Burrito kriegen, dass wir danach noch was essen können. Aber erstmal machen wir Arbeit. Ich nehme mir ein Getränk. Danke dafür. Wir machen das erste Mal mit dir ein Interview bei Backspin TV. Und das heißt klassisch, wir müssen auch bei dir anfangen, die Geschichte von ganz Beginn zu erzählen. Ja. Für die Leute da draußen, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt sicherlich genug, die dich kennen und die schon mal hier und da deinen Namen mal gehört haben, mal was mitgekriegt haben. Aber erzähl mir deine Geschichte. Wer bist du? Ich bin Mosch. Ich bin... Bist Berliner? Ich bin in Berlin geboren, 1987, glaube ich. Und glaube ich, ist gut. Ja, für die Polizei immer falsche Daten angeben, so dann wissen die mal nicht, wer ich bin. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, ja, ich bin in Berlin geboren, in einem Waldkrankenhaus bin ich geboren. Das ist in Charlottenburg. Du bist also echter Berliner, von oben bis unten. Aber so groß geworden bin ich halt Neukölln-Kreuzberg. Ja. Dort ist meine Liga, also meine ganzen Freunde sind dort. Ja. Und, wann ist die Rap-Karriere oder wann ist Rap so für dich ins Geschehen, in dein Leben gekommen? 2008. Dank Bones MC aus Hamburg. Durch ihn habe ich angefangen zu rappen. Ich bin von Berlin nach Hamburg gezogen, weil ich Scheiße gebaut hatte in Berlin. Und da bin ich zu einem anderen Familienmitglied vom... Wurde ich hingeschickt, so als Strafarbeit mäßig. Wurde es hingeschickt? Muss es Berlin aus Familiengründen verlassen? Haben sie gesagt, geh mal nach Hamburg, oder? Ja, ja, so gesehen so. Ja. Also da haben so Leute von meiner Familie, auf die ich hören muss, dafür gesorgt, dass ich dann halt nach Hamburg gehe. Aber hat sich nichts geändert, so, ne? War dasselbe so, wie in Berlin so. Man lernt halt, der Teufel kennt seine Brüder. Man sagt doch, es ist so ein Sprichwort. Und, ja. Ich habe dieselben Leute wie hier kennengelernt. Hamburg ist wie Berlin. Berlin ist ein bisschen größer, aber die Menschen, alles dasselbe so. Alle so von Mentalität, die sind auch alle wie wir so. Man findet so sich überall wieder. Hast du dich auch wohlgefühlt in Hamburg oder wie war die Zeit für dich da? Sehr wohlgefühlt. Sehr viel Alkohol getrunken in Hamburg. Es regnet sehr viel in Hamburg, Alter. Das Wetter ist nicht gut. Das sind scheiße, aber sonst ist es Bombe so. Reeperbahn, ist cool, Alter. Musikalisch sagst du Bones. Ist so der Punkt gewesen, der dich dazu gebracht hat, zu rappen, oder? Ja. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sage. Wie waren die Anfänge? Wie habt ihr zusammen das, wie hast du angefangen für dich selber als Rapper? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, Rapper zu werden. Ich bin halt in Hamburg gewesen, dann habe ich Bones kennengelernt, an der Sternschanze am Bunker. Und dann hat er mich gefragt, ob ich rappen möchte, ob ich mal Bock habe, einen Track zu machen. Er hat ja auch aus, ich kann ganz gut Deutsch sprechen. Ich kann auch sehr gut Kanakisch sprechen, aber ich kann auch, wenn ich möchte, mich gut artikulieren. So. Er hat das gemerkt bei mir, ich kann gut mit Sprachen, also ich bin nicht schlecht in Deutsch. Und dann dachte er sich mal, probieren wir das aus, sind wir zu Jambeats gefahren, haben wir einen krassen Track gemacht, ist direkt in der Juice gelandet, so. Wahnsinn. Und damit ging die Geschichte los? Ich habe mich ja schon vorher ein bisschen, da gab es ja diese Schockmusikzeiten in Berlin, da habe ich schon mal geguckt, Deutschrap, okay, und so, die Reimen so, und so geht das, und dachte ich mir, das kannst du doch auch, und so. Das kannst du doch besser sogar, so. Und ja. 187 Straßenbande ist ja ein Phänomen, würde ich wirklich so sagen, weil in Hamburg die es schaffen, ohne große Präsenz in den Medien, denke ich auch gewollt, unheimlich viel aufzubauen. Was hast du gelernt in dieser Zeit bei den Jungs? Toto es posible. Alles ist möglich.
Alles ist möglich. Du musst nur dran glauben. Bones ist ein sehr krasses Arbeitertier. Der Typ hat daran geglaubt, so, der hat an uns alle geglaubt. Alles andere wäre eine Lüge. Bones hat schon echt seinen Arsch aufgerissen mit Track. Die haben was aufgebaut, wir haben mitgemacht. Wir haben ja alle dafür viel gearbeitet. Jizzes ist leider in den Knast gekommen. So. Wir waren ja immer, bei 187 war es ja so, wir sind ja, jeder kennt uns, aber wir waren immer so ein Stück davor, nach diesem oberen Ding. Und das war immer so eine Sache. Jizzes ist in den Knast gekommen. Hasuna hat da ein polizeiliches Problem gehabt. Wir sind echte Leute von der Straße. Bei uns passiert sowas. Ich war schwarz manchmal. Wenn einmal falsch passiert und ein BVG-Kontrolleur kommt, kann sowas schnell schief gehen manchmal. So, unser Leben ist sinnlos, ein bisschen so. Wir leben in den Tag hinein. Und das ist auch der Lifestyle, den wir wirklich den Menschen rüberbringen. So, deshalb glauben die uns. Weil wir sind wirklich so. Ich stehe nicht morgens auf und ich weiß, okay, Alter, am 1. kommt 3 Mille nach Hause und ich weiß, wie es mir geht diesen Monat. Ich weiß es nie. Ich lebe in den Tag so. Wir rappen das. Wir sehen doch, wie wir sind so. Das ist wirklich, das ist Wahrheit so. Wir sind nicht so, es kommt alles aus dem Bauch heraus so. Es war ja alles ein Gefühl, was den Leuten vermittelt wurde. Und das ist die Ehrlichkeit. So. Das unterscheidet uns auch von den ganzen. Wir waren ja wirklich Freunde. Wir sind ja Freunde. Wir sind gut miteinander. So. Jetzt sind wir aber wieder in Berlin. Ja. Das heißt, du hast irgendwann wieder den Weg von Hamburg nach Berlin gemacht? Genau ein Jahr. Nachdem ich dort Mitglied wurde von 187, bin ich nach Berlin wieder gegangen. Aber die Connection ist ja beibehalten gewesen. Wir waren ja auch das erste Label so gesehen, dass Berlin und Hamburg wirklich so verschlossen haben. Cool Savage und Sammy waren cool miteinander. Wir haben einen Track gemacht, aber wir waren ja zusammen. Und das war halt das erste Mal, dass Berlin und Hamburg richtig connected waren. So. Und geil, Alter. Wir machen ja immer noch Sachen viel. Und ist insgesamt so ein Thema, da hast du schon recht, Berlin und Hamburg miteinander zu verbinden. Das ist auch gar nicht so einfach, oder? Wie sind Leute in deinem Umkreis damit umgegangen? Jeder will der Coolste sein, ne? Ja, genau. Ist halt schwierig. Hey, Axel! Bex mit TV, da ist Axel von Agro. Könnt ihr reinschneiden, ist cool. Axel ist King. Ja, Snippet gemacht, cooles Snippet. Auf jeden Fall zurück zum Schöne Thema. Grüße. Schöne zurück zum Thema. Für Agro-Werbung bei Bex. Ja, alles cool. Axel, ne? Du okay, weißt, nächstes Mal. Ich meine, ich krieg noch meine Story, wenn ich sie haben will, mein Lieber. So, weiter im Thema. Berlin-Hamburg, da sind wir genau beim Thema. Ich bin hier halt, ne? Wir haben ja Kopf durch die Wand gebracht, da war ich ja schon in Berlin wieder. Und alles ab da an ist immer Körper. Ich bin rübergefahren, hab aufgenommen. Oder die sind rübergekommen, wir haben hier aufgenommen. Aber meistens umgekehrt. Also ich bin meistens nach Hamburg gefahren, hab aufgenommen. Bis jetzt das Album kam, vor einem halben Jahr, habe ich halt Herzog kennengelernt. Und dann habe ich mein eigenes Album angefangen zu machen, endlich mal so. Nicht mehr diese 16er für das und so, mal was Eigenes. Es hat aber keine bestimmten Gründe, dass du jetzt das, was du vorher gemacht hast, dann also aufgegeben hast und es jetzt komplett aus Berlin machst, also gleich um das klarzustellen. Ich glaube, Bones und so gönnen mir das doch alle, dass ich jetzt gerade mein Album hier mache. Was soll ich denn noch machen? Soll ich jetzt jedes Wochenende nach Hamburg fahren und 2 Tracks aufnehmen? Dann muss ich die vielleicht nochmal eine Line ändern. Da ein Beat bauen, das passt nicht so. Du bist hier, du musst hier arbeiten. Mein Studio ist 10 Minuten von zu Hause. Beste. Besser geht's nicht so. Aber Freundschaft, wir machen ja Allstars 2012 ist gekommen und da kommen, also... Wir sind Freunde immer noch. Irgendwann in dieser Zeit ist dann sicherlich auch die EP mit Side entstanden. Die ist vor der Zeit passiert. Ach, vorher schon? Vor 1,5 Jahren, glaube ich. Da war ich... Ja, da haben wir... 2010 ist die herausgekommen, glaube ich. Genau, da haben wir die gemacht mit Kai Mason zusammen und Yom. Die beiden haben die produziert und die Beats beigesteuert. Bombe. War cool, mit Side zusammen zu arbeiten. War Hoodrich als Label, als Familie ein Thema für dich, da vielleicht mit dabei zu sein? Ja, wir sind gut miteinander, wir sind ja Nachbarn alle. Ja, Said genau. Wohnt eine Viertelstunde, der wohnt dort und Berlin ist ein Dorf, ne? Ich war immer 187 schon, das wussten ja, die waren Hoodrich, wir sind aber connected, so, das ist alles cool so. Aber so, nee, eigentlich nicht. Du hast gesagt, fürs neue Album oder für dein Debütalbum, um das es jetzt geht, hast du Berlin als Basis genommen und hast hier alles gemacht. Wie ist das Team um dich aufgestellt? Wer hilft dir? Wer steht dir an der Seite? Ich habe ein kompaktes 5-Mann-Team so mir aufgebaut, so wie alle das, glaube ich, haben. Ich habe einen super Produzenten. Ich habe, naja, mehr als 5 Leute. Ich habe halt mehrere Beatmaker. KD Supi hat mir zum Beispiel bei dem Album, ist ja auch ein sehr bekannter Beatproduzent aus Berlin. Die haben mir halt geholfen, Kai Mason und so. Ich habe halt viel Unterstützung. Mein Videoherr ist der gute Herr Hammerschmidt. Den haben auch bestimmt schon ein paar Leute, die mich verfolgen, mitbekommen. So der Name steht ja immer groß drauf. Also. Ja, er hat auf jeden Fall immer eine krasse Einblendung. So. Hammerschmidt macht die Videos, 86 Kilohertz, hat bei dem Album Hauptteil der Beats gesponsert. Ich habe ein kleines Management, aber das ist mehr Freundschaft, weil ich mache alles alleine. Bei uns ist es auch anders, ich habe keinen Rücken. Also ich habe Freunde, wir brauchen keinen Rücken. Alle mögen mich.
sowas ist Kinderkacke. Im Rücken brauchen Leute, die Abfall sind auf der Straße und sich selber nicht... Andere müssen für die einstehen, so, weißt du? Bei uns gibt's sowas nicht. Mich mögen die Leute in Berlin so. Ich bin auch nicht der Stärkste aus Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, das wollte ich sowieso immer schon mal sagen. So. Es gibt ja viele Städte in Deutschland, die sehr gerade herziehen über Berlin und gerne Berlin haten und so. Was sowieso keinen Sinn macht, weil es die Hauptstadt in dem Land ist, wo wir alle leben so. Aber es ist eine andere Sache. Wenn im Punkt. Ich bin ein Straßenrapper von Berlin. Alpa hat mir Props gegeben und so. Ich danke Alpa nochmal ja, an der Stelle dafür, dass er mir so den Input und so, super. Wenn die in ihrer Kleinstadt drei Leute haben, die diese Kleinstadt regieren kann, oder wie in Hamburg, ich habe in Hamburg Leute kennengelernt, du weißt, kennst auch bestimmt Personen bestimmt. Wie kann es sein, dass man in der Stadt, wo man lebt, einen Respekt den Menschen zollt und es nicht schafft, in der Hauptstadt, die viermal so groß ist, und sich wirklich denkt, diese kleinen, also das ist ja immense Größenunterschied. Es heißt doch einfach, dass da anstatt drei 12 Bescheuerte sind. Das ist doch ein immenser Unterschied. Wie kannst du dann sagen, dass du eine Stadt nicht ernst nimmst oder dass die fake ist? Komm doch mal her, leb doch mal hier. Ich würde niemals sagen, Hamburg ist nicht real. Ich würde auch nicht sagen, Frankfurt ist nicht real. Weil ich weiß, in jeder Stadt in Deutschland und auch in jedem Dorf gibt es einen Debo, wie von Next Friday, der auf dem Fahrrad dann kommt und 2,20 Meter ist und alle leise sind, wenn Debo kommt. Und das gibt's überall und das ist einfach nur das Albern so. Deshalb, ich bin auch stolz, in Berlin zu sein. Ich liebe Hamburgs zweite Heimat, aber ich bin Berliner, ich bin hier geboren, ich stehe hier gerade für diese Stadt und ich rap auch für diese Stadt, aber auch für Hamburg, vom Herz so, für Deutschland. Aber mein Herz gehört dieser Stadt und da würde ich lügen. Also das habe ich auch noch nie gesagt in einem Interview. Das habt ihr mal mein Statement darüber, für die Leute, die so eine große Fresse haben, so, die gar nicht kennen die Stadt. So. Das ist so wie beim Rap, das machen die gerne im Rap. Ich auch manchmal. Ich kenne manche Personen gar nicht und hate die, obwohl ich die noch nie getroffen habe. Ich kenne den gar nicht. Vielleicht ist er voll korrekt. Weißt du, was ich meine? Ist albern so. Ist ein bisschen da. Das ist Rap, das gehört dazu. Ja, man gibt es ja ein bisschen, vielleicht ein bisschen erwachsen werden in diesem ganzen Ding so. Du bist jetzt mittendrin. Und jetzt wird's ernst und jetzt ist das Album da. Ja. Für die Leute da draußen musst du dann aber auch so eine Art. Also, die müssen wissen, auf was lasse ich mich ein, wenn ich Mosch 36 hören möchte. Wir haben jetzt gelernt, du bist ein Kind dieser Straßen, aus dieser Hauptstadt. Ist das auch das Thema auf dem Album oder was kriegen die Leute zu hören, wenn sie dein Album durchhören? Mehr als eine Straße. Ich habe verschiedene Songs gemacht. Ich habe einen Song gemacht, der Shit so heißt zum Beispiel. Da erzähle ich, wie ich, wenn es mir an manchen Tagen, ich weiß nicht, ob das manche, mir geht es an manchen Tagen nicht so gut. Ich stehe morgens auf und dann hinterfrage ich vieles. Ist das richtig? Ist das richtig? Shit so. Ich mache das, aber weiß, es ist falsch. Meine beste Freundin habe ich einen Song gemacht, es ist ein Liebessong so, aber es ist nicht so Liebe, ich erzähle, dass mir die Hand ausgerutscht ist. Ich mache es nicht so wie jeder, oh, du bist die Schönste und deine Engelsaugen zerbrechen mein Herz und ah. Oh. Ich erzähle die Wahrheit, wie es war, ich hatte mich nicht unter Kontrolle, viele Fehler gemacht, gelernt daraus. Manchmal, ich habe einen Song mit Kai Mason gemacht, der erzählt, warum ich so kalt bin. Der erzählt die Geschichte, warum, wieso, was ich sehe jeden Tag und Moshpit halt, mein Disco-Gänger. Ich habe versucht wirklich, das wird noch jeder, das kann keiner sagen, ich habe nur Straße gemacht, geht nicht. Weil ich habe auch diepe Sachen gemacht und auch nachdenkliche und andere Dinge. Wo noch Sachen kommen werden, womit keiner rechnen wird. Unabhängig als Freetrack, noch neben dem Album. Das heißt, das Ganze wird sehr persönlich. Ja. Ist das wichtig gewesen, also gerade für das erste Mal Album damit an die Leute rauszutreten, dass du sehr viel von dir selber auch preisgibst? War dir das wichtig? Die Sache ist, in dem Album, das ist ja das erste Mal, dass ich ein Album gemacht habe, ich habe mich voll entwickelt. Der erste Track, wenn du das mit dem letzten, den ich aufgenommen habe, vergleichst, ich habe mich, glaube ich, um 30% nochmal gesteigert. Ich beiß mir den Arsch. Ich hätte jetzt auch nochmal den letzten Track nehmen können, ein halbes Jahr warten und ein richtig Bam, so weißt du, nochmal krasser. Aber lieber, ich mache das ruhiger und die Leute sehen eine krasse Entwicklung bei mir. Und es ist ja auch viel interessanter mit anzusehen, als wenn jetzt so ein fertiges Paket kommt und das ist schon das High-End-Level. Bei mir ist ja krass, ich mache eine krasse Technik, das kann keiner bezweifeln, ich habe nur Dreierreime und so, ich arbeite ja mit Technik. Aber da geht noch was. Ich merke ja, da ist die Grenze nach oben, ist weit so, sehr weit und ich freue mich, dass ich noch viel lernen kann. Und ich habe Bock. Und die sollen Zukunft Berlins, ich werde rasieren, ich habe Bock drauf so. Auf jeden Fall. Man merkt, du hast auf jeden Fall Feuer. Du hast irgendwo auch darüber gesprochen, dass es Features gibt, dass die sehr krass sind, aber du noch nichts verraten möchtest. Kannst du mir jetzt erzählen, wer alles beim Album dabei ist und wer vielleicht noch sonst an Überraschungsgästen noch mit dazukommen? Ich kann dir das, ich hab's Album drinne.
Ich kann es dir gleich rausholen, kannst das Cover einmal angucken. Also, worüber ich mich persönlich, ich habe mich über jedes Feature hardcore gefreut. Weil hol mal das Cover her, das würde ich ganz gut finden. Warte mal eine Sekunde, ich komme. Ja, sehr gut. Ist dir gut? Ja. Hallo. So, da ist das Ding. Schon wieder da. Da ist das Ding, du bist wieder da. Ich finde es großartig. Es kommt am 11. September. Genau, an einem Dienstag gegen den Strom schwimmen. Alle releasen freitags, ich release dienstags. Vor allem einen schönen Termin hast du dir ausgesucht, ne? Ja, naja. Also keinen schönen Termin, aber einen bedeutsamen Termin. Bedeutsamen Termin. Warum? Der 11. September wird der nur mit was sehr Schlimmem assoziiert. Ja. Ich will auch gar nicht so viel drum rumreden und mich so scheinheilig schönreden. So, ich habe mir dabei, ich wollte ein krasses Datum haben. Ich hätte auch am 8.11. machen können, aber es ist halt nicht der 11.9. Das ist halt, kennt jeder. Und ich habe mir gedacht, ich wollte ein bedeutsames Datum. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt nicht von meiner Sicht jetzt nur, dass ich jetzt auf diese, natürlich ist das eine kleine Provokation im Hintergedanken, aber das ist nichts Antisemitisches. Ich bin nicht antisemitisch. Jeder, der mich kennt, ich bin ein offener Mensch. Ich respektiere jede Nationalität. Ich habe auch nichts gegen Juden oder ich bin auch nicht von der, der jetzt alle beleidigt oder so. Aber ich brauche auf jeden Fall, ich provoziere gerne so, und aber mit was Positivem zu verbinden. Jeder, der das Album hört, wird da nicht hören, dass ich dann nur in World Trade Center reinfliege oder so. Natürlich gibt es auch so eine provokante Line wie Kamikaze-Style in deutschen Rap rein, aber damit ist nicht gemeint, dass ich jetzt in World Trade Center reinfliegen will. Damit ist gemeint, dass ich jetzt Welle machen möchte und den Leuten sagen will, dass ich da bin. 19 Tracks lese ich hier drauf. Ja. Sind es 19? Es sind 20, exklusiv für Baxman TV. 20 Tracks sind drauf, es ist ein Hidden Track drauf. Aber wo, sage ich euch nicht, müsst ihr suchen. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, Feature-Liste, da sind wir jetzt dabei hier. Sag mir mal was dazu. Crack-A-Bally. Wahnsinn. Übersong. Pff, der ist der krasseste, Alter. Valley ist ja Legende, Alter. Wahnsinn. Krassen Song gemacht mit dem Berliner Original. Wahnsinn. Wie lief die Zusammenarbeit ab? Wir haben uns kennengelernt innerhalb von einer Woche. Sind eine Reihe Tage später ins Studio gegangen. Am 5. Tag haben wir den Track aufgenommen in 2 Stunden. Also wir haben nicht mal vorher geschrieben. Wir haben Beat gehört, geschrieben, aufgenommen, fertig. Und es war krass. War direkt krass. Der Typ ist auch Wahnsinn. Ich muss nur sagen, der ist musikalisch super unterwegs, Alter. Richtig cooler Typ, Alter. Boogie und Belasch. Bombe. Belasch ist ja sowieso Homie, Landsmann, so. Mit dem habe ich ja öfter schon was gemacht. Und dadurch habe ich Boogie kennengelernt. Boogie, der King. Der realste Motherfucking. Der ist eine Legende, oder? Ist der realste einfach. Den muss man selber kennen, damit man versteht, warum die Leute sagen, dass er eine Legende ist. So. Er ist wirklich ein sehr cooler Typ, Alter. Menschlich ist Bombe. Super. Selbstverständlich auch Bones hier, ich glaube sogar mehrmals vertreten, ne? Bones ist zweimal drauf, ja. Einmal auf dem. Ich habe einen Song gemacht, 187, damit ich auch mit ganzen Hamburger-Dings einmal rund mache, mit 8-4, Saphir, Bones, alle zusammen auf einen Track, die Hauptfiguren ohne Jizzes so. Gibt es irgendeinen Track, der dir besonders am Herzen gelegen hat, bei der Produktion, der vielleicht, sei es inhaltlich oder dadurch, wie er entstanden ist, für dich ganz besonders ist? Der vom Valley war schon echt cool, Alter, weil das so zackig ging alles. So. Das war krass, aber meine beste Freundin auch übertrieben. Und auch manchmal ist ein sehr, 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 weil Kai Mason so krass gesungen hat. So. Sag mir was über den Track, manchmal. Manchmal hoffe ich, es wird besser. Ja, es ist halt, ist ein Track halt, der manchmal heißt und manchmal halt auch das Thema ist und manchmal halt. Kai Mason, ihr müsst es hören, ich kann es nicht, ich würde es zu scheiße erklären. Ja. Es ist zu gut, wie er gesungen hat. Er hat super gesungen, wirklich super gesungen. Wahnsinn. Alle, die es gehört haben, haben Ohrwurm gehabt. So. Er meinte, ein schöner Track, Alter. Kai Mason ist King. Schöne Grüße. Kai Mason, Wahnsinn. Was ich interessant finde, ist hier auf dem Booklet auf der Rückseite steht, bis hierhin lief es noch ganz gut. Was hat es damit auf sich? Das ist so unser, mein Lieblingsfilm ist Lahain, Hass. Ja. Kennt ja bestimmt, jeder kennt den Film fast so, glaube ich. Ja, Mann. Bis hierhin lief es noch ganz gut. Das ist die Geschichte von einem Mann, der vom 16. Stockwerk fällt oder so. Und während also der ist schon Line, ist ich immer wieder, bis hierhin lief es noch ganz gut. Und ich fall gerade auch, glaube ich, in die Realität so. Ne, ich werde gerade erwachsen ein bisschen so. Ich war ja vorher immer schön grün hinter den Ohren, schön Scheiße bauen und so. Und langsam wird man erwachsen. Immer noch ein bisschen fresh, aber reifer. Man wird wirklich reifer, Alter. Man kann es nicht leugnen, Alter. Je älter man wird, man kann sich mit Sachen nicht identifizieren, die man früher gebracht hat, Alter. Ist wieso, halt, was meinst du so? Ja, auch. Zu viel Scheiße gebaut, oder? Ich habe damals Sachen gemacht, die traue ich mich heute niemals. Ich würde die niemals wieder machen, so. Ich weiß nicht so.
Ich würde es nicht wieder machen. Niemals, Alter. Ich will es auch nicht so, selbst mit Kind nicht so was zu erzählen, aber ich würde es nicht wieder machen. Also jetzt nicht so schlimm, bloß nicht so kriminelle Scheiße, halt. Frechdachs so. Ja. Zu Frechdachs, du weißt doch, war nicht gut so. Es gibt immer so einen Punkt, der ist bei Rappern, die über das Leben auf der Straße erzählen, immer so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite spiegeln, und da zähle ich dich jetzt dazu, immer nur das Leben wieder, wie es für sie sich tagtäglich aufzeigt. Auf der anderen Seite ist aber auch so etwas wie es in Vorbildfunktion. Und diese Diskussion ist ja schon so lange, wie es Straßenrap gibt. Wie stehst du dem gegenüber? Ich meine, du kommst jetzt dann automatisch ja immer mehr in den Fokus der Leute. Es werden immer mehr Leute dich erkennen. Hier machen sich schon Fotos hinter uns zwischendurch. Du wirst eine Verantwortung mit dem, was du rappst, irgendwann haben gegenüber den Kids, die auf der Straße rumlaufen. Du sagst ja selber, je älter du wirst, desto mehr Verantwortung merkst du selber. Wie gehst du damit um, mit dieser vielleicht wachsenden Verantwortung? Die Sache ist ja, das ist auch das Ding, deshalb habe ich auch das Album so gemacht. Ich hätte ja nur Straßen machen können. Das ist ja schon die Antwort. Manchmal und meine beste Freundin, da sind Konsequenzen mit drin. Glaubst du, man muss ins Spiegel gucken können. Ich kann nur das dazu sagen. Und diese Szene ist auch sehr viel mit Lügen verbunden. Und ich bin ein schlechter Lügner. Wirklich ein schlechter Lügner. Und ich nehme mir auch vieles zu Herzen. Ich bin kein Typ, der auf Sachen scheißt. Ich nehme mir Sachen zu Herzen. Also ich will begründet wissen, warum mich wenigstens jemand scheiße finden würde. Weißt du, das ist ein Grund. Wer sagt doch wenigstens einen Grund. Und ich werde ganz bestimmt kleinen 17-Jährigen jetzt eine Leine legen. Und sagen, zieh mal jetzt, damit ich cool bin. Kann ich nicht bringen. Jeder Mensch hat ein Stück Gehirn geschenkt bekommen. Der eine mehr, der andere weniger. Der mehr bekommen hat, hat halt Glück. Der muss halt nicht so viel, weißt was ich meine, so. Der muss halt nicht so viel durchmachen. Es gibt ein gutes Sprichwort. Ein kluger Mensch lernt aus seinen Fehlern. Ein dummer Mensch lernt nicht aus seinen Fehlern. Ein sehr kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer. Das kann man so stehen lassen. Mehr braucht man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen in der Vergangenheit rühren bei dir, um auch nochmal so die Rap-Fan-Seite von dir vielleicht nochmal rauszukriegen, weil du wirst ja sicherlich irgendwann mal angefangen haben zu hören, bevor du selber angefangen hast zu rappen. Ja. Wer waren da so die Vorbilder, die Savas. Dinge? Ja? Cool Savas, ja. Mit Anlauf, krasser Typ. Diese West-Berlin-Maskulin habe ich ja schon vorher gehört, das war 2000 oder so, 2001, durch einen Kollegen so. Savas war schon immer so mein... den ich sehr gefeiert habe. Aber ich feiere auch andere Leute, aber ich will keine Namen nennen, weil dann die bilden sich was drauf ein und so. Aber Savas ist einer, finde ich, so, den kann man ruhig wirklich mal nennen, weil der hat sehr viel für Rap getan, technisch, krasser Typ. So. Der ist auch menschlich super. Ich durfte den mal kennenlernen und Wahnsinn. Ist der King of Rap, brauchen wir nicht drüber zu reden. Genau. Also Savas auf jeden Fall. Alter. Berlin auch, weißt du, er hat auch Berlin, Kreuzberg, er kam ja auch von der Ecke, super. Insgesamt haben wir jetzt gerade ja auch eine Zeit, also du hast dann gerade aus Berlin ja sicherlich auch die ganze Zeit leibhaftig mitgemacht oder miterlebt, wenn Straßenrap durch Sido und Bushido deutschlandweit geprägt wurde. Jetzt haben wir eine neue Zeit, wo sich neue Generationen bilden. Spürst du das auch durch Fans, dass so eine ganze neue Generation an Rap-Fans da also zum Vorschein kommt? Auf jeden Fall. Und viele kennen auch die Alten gar nicht mehr. Das ist ganz neu alles so. Frankfurt ist diese Aslak-Schiene. Hamburg ist Nate 187. Es gibt viele. Ja, Echo, also jeder, diese German Dream Echo und so. Das ist auf jeden Fall eine neue Generation, merkt man ja auch an dem Verlauf gerade. Ja. Wie sieht es denn aber dann in Berlin aus? Was ist ein Teil der neuen Generation in dieser Stadt? Moschi, das ist die Zukunft Berlins. Ja. Mit Anlauf. Ja. Na klar. Und sonst wird der neue König der Stadt. Nein, Mann, ich will gar nicht König genannt werden. Ich bin viel zu bescheiden für so eine Scheiße. Rap-König, okay. Nein, auch zu krass, Alter. Ich will nur der Beste sein. Irgendwann. Und ich werde arbeiten dafür. So. Und ich werde auf jeden Fall arbeiten. So. Das können die Leute, mich kriegt man nicht mehr so einfach weg. Und ich bin jung noch. So. Ich habe noch ein paar Jahre. Und da kommt auf jeden Fall was. So. Für Berlin will ich auf jeden Fall mit meinem Beitrag dazu leisten, dass Berlin wieder Berlin wird. Weil zurzeit ist Berlin nicht gerade so sehr auf der Karte. Ja, du hast recht, also die Zeiten haben sich ein bisschen verändert. Genau. Dazu soll dann aber dieses Album auf jeden Fall den ersten Beitrag leisten. Ne? Das ist jetzt so meine Visitenkarte. Ja. Jetzt wissen alle, okay, Alter, das ist so ein Perser aus Kreuzberg, der rappt und so, der kann schon gar nicht. Gucken, was er macht. Gucken, was er macht. Seid gespannt, ich werde auf jeden Fall was Schlimmes machen. Auf jeden Fall. Und du weißt, die Frage gehört am Ende immer dazu, nach dem Album ist vor dem Album. Ich weiß, wir müssen erstmal das hier jetzt verkaufen da draußen, die Leute sollen es mitkriegen. Aber was kommt danach? Also ich glaube... Ich hab voll auf alles Bock. Ich denke die ganze Zeit EP, aber EP,
Nur 7 Lieder ist auch ein bisschen wenig. So Mixtape, geil mal, auf Ami Beats oder Album direkt. Ich, A, B oder C, ne? Ich bin gerade am Überlegen. So. Wir können ja mal die Frage rausgeben an die Leute. Ihr könnt euch ja überlegen, soll er erst eine EP machen, ein Mixtape oder gleich ein Album? Das ist eine gute Frage. Ja. Finde ich gut. Also Leute, ihr könnt mal entscheiden, ihr exklusiv für Backspin TV. Was würdet ihr euch wünschen von mir als nächstes? Eine EP, Mixtape oder das zweite Album? Ich würde das letzte nehmen. Das wird das Böseste. Aber müsst ihr wissen, entscheidet es. Cool. Ich bin gespannt. Ich sage erstmal danke fürs Gespräch. Hat mich gefreut. Danke, dass ihr gekommen seid. Cool. Ja. Backspin, ich feier. Ja. Freut mich. Also, ihr seht. Recovery, alles zurück. Du weißt doch. Wie bei Kassette. Ich feier Backspin. Das höre ich gerne. Ich feiere dieses Album. Werde es mir jetzt anhören. Sage danke. Das war's. Kauft es und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Backspin TV.